So, das soll mein kleiner Nachruf auf den Tod der Schauspielerin Susanne Lothar sein. Und zwar, ich habe hier im Tagesspiegel von Berlin ein Foto, wo sie mit ihrem vor 4 Jahren verstorbenen Mann, dem Schauspieler Mühe, abgebildet ist. Hier Susanne Lothar, geboren 1960, gestorben 2012. Und zwar auch in dem Zusammenhang, weil ich viel mehr verbinde mit dem Vater von ihr, Hans Lothar. Hans Lothar Neutze, ein ergreifend spielender Schauspieler aus Hannover, Schauspielerfamilie Hans Lothar. Und der war 1929 geboren und der ältere Bruder 1923 geboren. Hans Michael Lothar, Horst Michael Lothar und dann 1921 geboren Günther Neutze. Diese drei Gebrüder Schauspieler sind wirklich die prägenden Gesichter in der deutschen Fernsehfilm, Krimi-Welt und so weiter. Aber Hans Lothar, also ganz rührend, der Vater von der jetzt verstorbenen Susanne Lothar. Und das ist eigentlich, was ich mitteilen wollte. Ein Wunder, dass so etwas über das Fernsehen sich noch vermittelt, aber auch im Kino natürlich ganz großartig. Luzide Darsteller und die Susanne Lothar hat in einem Nachruf angehängt bekommen den Begriff zart und hart. So habe ich Friedrich Nietzsche mal charakterisiert, der zarte, harte Nietzsche, also Susanne Lothar gestorben.